Ich begrüße euch zurück bei Dark Souls 2 im Wald der gefallenen Riesen. Ja, wahrlich gefallene Riesen, oder? Das war ja was. 90.000 Seelen, unglaublich viel, wenn ihr mich fragt. Und die wollen wir auch gleich mit Majula investieren. Ich habe so eine Ahnung, ihr habt sie beim letzten Mal bereits gesehen, wofür der Schlüssel ist, den wir erhalten haben. Aber mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wage ich das nicht zu behaupten. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, für welche Fertigkeiten wir die Seelen einsetzen werden. Und ich hoffe, keinen Fehler zu machen. Ich hoffe, 3 Stück zu erhalten. Ja, tatsächlich. Ich möchte gerne einmal die Belastung erhöhen. Die Stärke. Und die Ausdauer. Hat einige interessante Effekte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Zuallererst wollte ich einmal ausprobieren, können wir jetzt die Pharamo-Rüstung tragen ohne den Ring? Können wir nicht. Schade. Ist das Schild schwerer? Ist es. Oh wei, oh wei. Denn die Werte waren ja besser, oder? Ja, Giftblockschaden, Magieblockschaden ist besser. Ihr seht das, es ist... wegen der Verstärkung, ansonsten ist es eigentlich besser, glaube ich. Das sieht schick aus, wir nehmen das mal. Nur die Rüstung geht dann leider immer noch nicht. Von den Werten her eh noch nicht reizvoll. Sehr schön. So, dann können wir den Ring hier entfernen. Und ziehen stattdessen mal diesen Ring an. Moment, erhöht der auch die Belastung? Maximale Belastung. 83,8, sogar mehr Belastung. Na, sieh mal jemand an. Das geht immer noch nicht. Schade. Ja, die Frage ist, wie schnell geht der Ring kaputt? Auf lange Sicht gesehen würde ich die Rüstung hier wirklich gerne anziehen. Die sieht ja auch sehr schick aus, oder? Aber es lohnt sich eben noch nicht wirklich. Plus 5. Wir bleiben mal noch bei der Alva-Rüstung. Die Betonung liegt auf noch. Lass mich mal gucken. Körperliche Angriffe. Ring des bösen Auges plus 1 Lebensabsorption. Ist ja auch nicht schlecht, aber ich würde dann doch eher mehr körperliche Angriffe, oder? Wir probieren es mal. So, und wie gesagt, ich habe so eine Vermutung, wo wir hin müssen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Moment. Moment. Hier. Hier. Würde auch Sinn machen von der Wegpunktverteilung her, denn dann wäre das sozusagen das nächste Leuchtfeuer. Es würde Sinn machen. Wald der gefallenen Riesen. Ja, ja. So, wir müssen einmal hier runter. Ich habe immer noch Angst, da runter zu springen. Und dann hier den wunderschönen Aufzug benutzen.
Das Schild bringt doch ein bisschen Abwechslung, oder? Ich finde es gar nicht so schlecht. Das war jetzt meine Vermutung, dass wir hier reinkommen. Darf nicht wahr sein. Oder auch nicht. Okay, dann bin ich jetzt verwirrt. Moment. Thronzimmer unter dem Schloss. Thronzimmer unter dem Schloss. Eisenschloss. Das Eisenschloss war da eine verschlossene Tür. War da eine verschlossene Türe? Ich weiß es gar nicht. Schloss von Ringlake, was hier? Königstor. Ich weiß es nicht. Wäre ja auch ein Schloss. Eisenschloss oder eben hier das Schloss. Eins von beiden müsste es ja sein, oder? Haben aber eine Lebensenergie. Ja, okay, das ist jetzt... Ja. Eine weitere Tür, aber nicht die Tür, für die wir den Riesen getötet haben. Oh. My journey is already complete. My name is Chanelot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Ist das der Weg zum... Das ist der Weg zum großen Finale? Das können die dann hier ernst meinen, oder?
Hier ist jetzt das große Finale. Ja, es sieht in der Tat so aus, aber... Ja, es ist dafür nur noch ganz viele Wegpunkte und... Wenger als Kopf. Da ist das große Finale. Ich gehe da jetzt mal durch. Wir beschwören die auch mal. So rein Interesse halber. Aber... Ist das hier jetzt wirklich? Ich will es noch nicht beenden. Natürlich nicht. Keine Sorge, Leute. Aber rein Interesse halber. Nee, das ist nicht das Finale. Nee, Neo, nimm was, das ist das Finale, oder? Giftschaden wäre schick. Ist echt flink. Ist echt flink, die Gute. Die echt gerne vergiften. Also ich glaube nicht, dass das das Finale ist. Also wenn doch, dann wäre ich doch ganz schön enttäuscht. Eins erledigt. Jetzt hauen wir ja mal drauf, ey. Thronverteidiger Seele, Thronwächter Seele. Ich muss ganz schnell gucken, Leute. Ja. Nee, das ist echt der Endgegner. Was soll ich sagen? Ich will die nicht besiegen. Ich will die nicht besiegen, ich will hier weg. Nee. Ich will die nicht besiegen. Das ist echt der Endgegner vom Spiel. Was?
Das ist der Endgegner vom Spiel. Ja, Leute. Die beiden Wächter gerade waren die vorletzten Gegner. Das ist der Endgegner vom Spiel. Nassandra oder Nashandra oder wie auch immer. Was? Oh Gott. Nee, so schnell aber nicht. Hey. Nee, meine Liebe. So schnell wirst du mich nicht los. Geschicklichkeit ist auch nicht schlecht. Wir erhöhen mal die Ausdauer. So, können wir jetzt vielleicht... Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Nee, also es geht mir dann doch zu schnell. Tut mir leid. Also so weit bin ich dann doch noch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ruckzuck geht das hier. Und ich glaube, die hat unsere Menschlichkeit verzehrt, oder? So, ja, was machen wir denn? Jetzt habe ich jetzt bis aus der Bahn geworfen. Hier fehlen noch ganz viele Wegpunkte, seht euch an. Hier. Oder ist das alles Erweiterung? Kann natürlich auch sein. Addon 1, 2, 3 oder wie? Merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ich überlege gerade, ich würde ganz gerne einmal... Ja, warum eigentlich nicht? Hier untere Lichtsteinbucht. Vielleicht können wir ein paar neue, schöne, einzigartige Waffen herstellen. Ansonsten werden wir noch einmal den Tiger im Addon probieren. Also könnten wir jetzt an dieser Stelle tatsächlich das Spiel beenden. Und ich bin mir recht sicher, dass wir den Endgegner auch schaffen würden. Ich glaube, die Pfeile zu nutzen, ist eine recht große Verschwendung. Na komm, liebes Spinnchen. Die Spinnen, das sind echt gemein. Da könnten wir das Spiel jetzt tatsächlich zu Ende bringen, ist ja der Wahnsinn. Naja. Naja. Er merkt schon, ich bin ein bisschen schockiert. Ist hier was Schickes bei. Dornen-Großschwert kennen wir. Verteidiger-Großschwert. Thronverteidiger-Seele. Vom Thronverteidiger geführtes Großschwert. Setzt seine wahre Kraft frei, um euch in Magie zu umhüllen. Ah ja. Wächter-Großschwert. Vom Thronwächter geführtes Großschwert. Setzt seine wahre Kraft frei, um euch in Magie zu umhüllen. Toll. Schwert der verlorenen Sünderin kennen wir. Drakenschwingen Ultra Großschwert. Ein mit Drakenschwingen verziertes Schwert. Nutzt den Angriff,
um die in ihm schlummernde Kraft zu entfesseln. Die Klinge dieses Schwerts besteht aus zwei Teilen. Mit Schmettern hat man beim Schwingen mehr Erfolg als mit Schnitzen. Nutzt den schweren Angriff, um seine wahre Kraft zu entfesseln. Draken sind vermutlich Nachfahren der uralten Drachen und obwohl ihre Kraft im Vergleich zu den Legenden kaum eine Rede wert ist, sind sie für die Menschen doch mächtige Bestien. Spinnenzahn. Kennen wir schon. Verteidigerschild. Wächterschild. Hitzkopfspeer, Drachenwächterseele. Hammer des Eisenkönigs, kennen wir ja bereits. Hammer der heiligen Glocke, Weltstadtseele. Verteidiger Großschwert würde ich. Weil das Verteidiger Schild auch schick ist, oder? Ist vor allen Dingen nur ein leichter Schild. Das ist sehr interessant. Das können wir nicht nutzen wegen der Anforderungen. Eben hatten wir nebenbei das Schild. Haben wir jetzt den Gegenstand? Ist natürlich nicht ganz so spektakulär, aber wiegt eben auch deutlich weniger. Ich hätte mir das Schwert nehmen sollen. Dieses Geräusch, ne? Ja, come again. Ja, schick, aber... Naja. Ah, ich hätte das Schwert nehmen sollen. Ja, wobei Großschwerter eh uninteressant sind, also... Insofern, keine Tränen verlieren, Leute. Keine Tränen verlieren. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt mal recherchieren, ob das wirklich alles gewesen ist. Also... Irgendwie... Ich weiß ja nicht, das kommt mir zu... Ne? Ich weiß ja nicht. Ich meine, ja, von der Spielzeit her, klar, ist in Ordnung, aber... Ich habe halt nicht damit gerechnet. Oh, wir haben gerade seine ganze Robe bekommen. Danke, Freund. Was ist das denn? Bogenklinge. Kennen wir ja bereits. Schildarmbrust, das ist neu. Henkerswagenseele. Sange ist ja Fleckenpeitsche. Streitwagenlanze. Ja. Immer so freundlich. Ja, übrigens noch eine Kleinigkeit. Könnten wir... Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben auch noch die Riesenseele bekommen. Stimmt ja, was ist damit eigentlich? Die Riesenseele.
Thronwächter, Riesenfürstenseele. Die Seele des Riesenfürsten, der einst Dragonlake eroberte. Vendrick überquerte das Meer, nahm die Riesen gefangen und brachte sie in sein Schloss in Fesseln gehüllt. Doch nach diesem bescheidenen Triumph wurde seine Miene zunehmend finsterer. Nutzt die besondere Seele dieses Riesen, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Ja, da müsste ich ja mal eine Liste führen und die ganze Sache abhaken, wenn ich ehrlich sein darf. Medjula? Nee, oder? Nee, genau, das wollte ich bei ihm machen. Hier? Giftteich. Denn wir können ja durchaus auch mal ein paar Titanitscherben kaufen, oder? Ja, 16.000 Seelen hin oder her sollte mal erlaubt sein, oder? Und dann probieren wir, wie gesagt, noch einmal den Tiger und dann soll es auch gewesen sein für diese Aufnahme. Da könnte das Spiel jetzt eiskalt beenden. Ich find's ja schon Wahnsinn. Waren das einfach nur Titanitscherben, die wir brauchen? Ja, ja. Boah, bitte lass es richtig sein. Oh wei, ja, ja. Wie gesagt, einmal noch der Tiger, dann ist das Video auch schon vorbei. Hammer der heiligen Glocke. Ha, ich weiß, ich hab's ja schon bei zwei anderen Spielen versprochen, aber auch hier würde ich es beinahe versprechen. Ich würde das Spiel schon sehr gerne nochmal im New Game Plus spielen. Also, es ist schon sehr, sehr reizend. Vor allen Dingen, weil man dann wirklich auch die ganzen anderen Gegenstände noch zusätzlich erwerben kann. Tatsächlich. Sie ist nicht gänzlich besser, aber minimal. Wir probieren es einfach mal. Ich wollte übrigens auch nochmal nach hier oben zu unserem Freund, der so verzweifelt. Wir leisten mal den Eid. Und sprechen mal mit ihm. Genau. Hartstallring. Did you notice these are messed in going if you... You may note these if you... Do you... That was you, but don't... Okay. Aber immerhin einen Ring haben wir bekommen. Welcher ist es? Hartstallring, was ist der hier? Hartstallring? Schutz des Stahls, erhöht die körperliche Abwehr. Ich glaube, der war das, aber wir haben schon den plus 1er davon. Hast du noch was Neues zu sagen, meine Liebe? Ausrüstung geben. Sie kann gerne doppelte Sachen haben. Ja, ja. Warte du mal hier. Na gut, Ja. Ja, ja. Ihr wisst genau, was ich mache, oder? Ich weiß, ich finde die Rüstung gar nicht so klasse. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht, ne? Aber ich bin ja kein Freund von Federnrüstungen. Deshalb finde ich die Rüstung gar nicht so toll. Aber hat ja schon was, oder? Mit der Titelrüstung rumzulaufen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir kaufen mal alle 8, die wir uns leisten können. Und konsumieren.
Mal so eine hier. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. So. Ja, wir werden den Tiger noch einmal probieren, Leute. Ich komme extrem in die Überlänge. Vor allen Dingen sehr ärgerlich, weil ich noch eine ganz, ganz klitzekleinigkeit für die Schule machen muss. Eigentlich eine riesige Kleinigkeit, aber anderes Thema. Aber generell muss ich aber auch sagen, dass wir mittlerweile echt auf so viele verschiedene Fertigkeiten unsere Seelen gesetzt haben. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Stärke, Geschicklichkeit, Benutzer, aber trotzdem eine Geschicklichkeitswaffe und so weiter und so fort. Nein! Darf nicht wahr sein. Ja, ja. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste die aber besser sein, oder? Ja, ist in Ordnung. So, na gut. Wir versuchen es mal. Reisen in die Erweiterungswelt an den Anfang. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir sterben. Dann ist alles super. Wir haben auch nicht so viele Seelen, die uns so großartig wehtun würden. Natürlich wäre es ärgerlich, aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht klappen wird. Die sind einfach zu gemein, die Gegner. Schon Wahnsinn. Also, ich habe es ja schon oft gesagt, dass wir wirklich jetzt... Ich weiß ja nicht. Dass wir wirklich jetzt schon... Ich weiß ja nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt schon... Na, ihr wisst schon. Naja. Aava. Macht aber einen Schaden, oder?
Zwei waren gemein. Sauber, die ist gut ausgewichen. Er ist schon heftiger Gegner. Ja! Ja! Seele von Aava, Begleiter des Königs! Danke, meine Liebe! Du bist echt eine Heldin. Oh Mann, wir haben es geschafft! Wir haben zwar alles verbraucht, was wir haben, aber wir haben es geschafft. Leuchtfeuer. Von der anderen Seite, ja, ihr. Ich meine, okay. Okay, es war jetzt echt nicht weit bis hier vom Leuchtfeuer aus, aber nach so einem Kampf ein Leuchtfeuer wäre schon gerechtfertigt, oder? Große Kathedrale. Okay. Da reiß ich doch glatt. Tatsächlich, seht ihr? Tatsächlich ist das. Das ist wahrscheinlich Add-on, Add-on, Add-on. Add-on, Add-on. Oder so ähnlich. Ist ja sehr interessant. Na gut, wir reisen nach Medjula. Das waren zwei. Nein, drei große Gegner in einem Video. Wir haben jetzt natürlich unsere ganzen schönen Lebenssteine verbraucht, aber. Gerechtfertigt, denke ich mal. Naja, beim nächsten Mal geht's dann auf jeden Fall weiter mit der Erweiterung, das glaubt ihr wohl, bevor wir das Spiel beenden werden. Ich bleibe hartnäckig bei der Belastung. Bis wir irgendwann diesen Ring auslassen können. Irgendwann ist es soweit. Geht das denn? Das geht auch nicht. Mann, darf ja nicht wahr sein. Naja. Was soll's. Ach, wir schauen mal kurz. Können wir uns neue Rüstungen kaufen? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt, oder?
Irgendwas Neues? Hier! Thronwächterrüstung. Na, die ist aber schick. 11.2. Vom Thronwächter getragene Rüstung bietet hohen magischen Schutz. Der Wächter wacht schon seit langer Zeit über den Thron. Wird sich das Warten jemals auszahlen? Ich weiß es nicht. Wiegt 11.2. Are you sure? 12.6. Sollst du die mal gönnen mit unseren Seelen? Müsste reichen, oder? Thanks for the purchase. Looking for armor. Wie gesagt, ich würde sowieso gerne alle Rüstungen haben und ich meine, Seelen sammeln kann man in Dark Souls so oder so, Leute. Nehmt das jetzt nicht übel. Oh, was für eine Verschwendung oder so ähnlich. Es ist im Nachhinein Baum wie Borg, ob wir die Seelen jetzt benutzen oder aufsparen. Ich will die sowieso alle irgendwann haben. So, sehen wir uns die mal an, oder? Haben wir das Thron? Verteidiger. Achso, nee. Schade. Sieht aber schick aus, oder? Es geht. Nee, es geht. Boah, die ist sogar schlechter. Wiegt aber auch weniger. Trotzdem die schnelle Rolle. Naja, wir nehmen aber unsere Pharam-Rüstung. Ich meine, bis jetzt haben wir es auch geschafft, Leute. Die ist auch besser. Das ist auch besser. Das ist auch besser. Sei es drum. Mal nicht so geizig sein. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, soll es das an der Stelle gewesen sein mit Dark Souls 2. Wir haben leider jetzt, wie gesagt, sehr viele Lebenssteine verbraucht, aber ich denke mal, das hat sich auch ausgezahlt. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir werden dann, die Erweiterung weiterspielen. Und es warten ja noch zwei weitere Erweiterungen auf uns. Vielleicht ist der Gegenstand vom Riesen ja auch für das Add-on unten beim Eisenschloss. Das kann ja auch sein. Aber okay, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 2.